A 2.5. Um wie viel Prozent nimmt der Flächeninhalt A der Rechtecke ANBNCNDN aus A 2.2 zu, wenn man die Seitenlänge ANDN verdoppelt? Kreuzen Sie an. Richtig ist natürlich 300%. Das kann man sich wie folgt überlegen. Der Flächeninhalt eines Rechtecks ist ja Länge mal Breite und als Länge haben wir zum Beispiel die Seite ANDN und die Breite ANBN. Aus den vorherigen Aufgaben wissen wir, ANBN ist genauso lang wie 1,5 mal ANDN. Also kann ich das umschreiben zu ANDN mal 1,5 mal ANDN. Das kann ich jetzt noch vereinfachen. ANDN mal ANDN ist ANDN zum Quadrat. Also haben wir hier 1,5 mal ANDN zum Quadrat. Was passiert jetzt, wenn die Seite ANDN verdoppelt wird? 2. Dann haben wir 2 mal ANDN. Und jetzt nehme ich gleich diese Seite her. Dann muss dieses ANDN nämlich auch verdoppelt werden. Also mal 1,5 mal 2 mal ANDN. Jetzt vereinfachen wir wieder. 2 mal 1,5 mal 2 sind 6 und ANDN mal ANDN, also ANDN zum Quadrat. Und jetzt sehen wir schon, der Flächeninhalt der verdoppelten Länge ist 4 mal so groß wie der ursprüngliche. Das heißt also, der Flächeninhalt ist um 300% gestiegen.